Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert von ESU, führend in Modellbahnelektronik und Zubehör. So, liebe Freunde, der letzte Tag der Intermodellbau 2024 ist angebrochen. Wir sind in der Mittagszeit. Die Messe geht noch exakt bis 17 Uhr. Schauen wir schnell drauf, wie viele Stunden haben wir noch? Ja, wenn Sie sich beeilen, also sind Sie noch ungefähr 3,5 Stunden, können Sie noch Messeatmosphäre erleben. Ja, und dann sage ich immer, gibt es so einen Spruch, das Beste kommt zum Schluss. Neben mir steht Marius Dege. Wir sind also von den ganz großen Lokomotiven der Spur 0, die mich sehr begeistert haben. Jetzt wird es ein bisschen kleiner, obwohl Gartenbahn ist, glaube ich, auch dabei. Genau, Gartenbahn Marius, haben wir. Dich. Hallo Frank, schön, dass ihr hier seid. Ja. Wir stellen heute einmal unsere Messeneuheiten vor, beziehungsweise die Jahresneuheiten. Und wir haben nicht nur ein Sortiment für die Gartenbahn, wie du es schon angesprochen hast, sondern auch seit einigen Jahren für die Spurweite Z bis H0. Und dort besonders präsentieren wir auch die Weichendecoder jetzt, die neu sind. Motorische Weichenantriebe mit Decoder für verschiedene Gleissysteme tatsächlich. Digitale Lichtleisten, Lokdecoder, Sound. Und im Gartenbahnbereich haben wir ein paar Feldbahnloren neu, Signale und ein ganzes Lampensortiment in der Tat, sowie ein Verdampfer, einen doppelten. Genau. Bevor wir da richtig loslegen, du hast ja schon ungefähr dargestellt, was die Zuschauer heute alles sehen werden. Erklär doch mal kurz was zum Unternehmen. Da oben, ganz oben steht Micron Dynamics. Genau, ja, also Micron Dynamics ist die Firma, die dahinter steht, mit mir als Geschäftsführer. Und Decoderwerk ist die Produktmarke für den Bereich Z bis H0. Und Mixion Modellbahntechnik ist die Produktmarke für den Gartenbahnbereich. Ich habe das aufgetrennt, damit das ein bisschen sauberer getrennt ist und auch die Kunden es leichter haben, jetzt selber im Shop das zu finden, weil das erschlägt einen sonst. Alles klar. Ja. Wir blenden dann natürlich auch die Internetadressen dann passend zu den Produkten ein, dass die Zuschauer also nicht lange rumsuchen müssen. Genau, ja. Wie lange machst du das schon? Seit 2017 tatsächlich mache ich das. Das fing mal neben dem Studium an, weil mir die Sortimente nicht so von den anderen Herstellern gefallen hat. Und dann habe ich meine Ideen umgesetzt und so hat sich das aufgebaut. Und mittlerweile ist da ein ordentliches Sortiment bei rumgekommen. Genau, also kann man sagen, ein Start-up-Unternehmen in der Modellbahn. So kann man es tatsächlich sagen. Freut mich, muss ich sagen, ganz besonders, dass nicht immer die Alten dann die Unternehmen fortführen. Es gibt also, wie gesagt, liebe Freunde, auch junge Unternehmen und das freut uns ganz besonders. So, Marius, jetzt legen wir mal los. Wir fangen also ganz links von Ihnen rechts, liebe Zuschauer, an. Du hattest was von Weichenantrieben. Genau, fangen wir an mit den Decoderwerkartikeln. Dort haben wir die Weichenantriebe 80201 für das C-Gleis. Ja. Dort ist es der Antrieb, der motorisch ist, wirklich geräuschlos, super robust. Der läuft jetzt auf der vierten Messe 8 Stunden am Tag im Dauerbetrieb hin und her. Ja. Und passend dazu ist direkt auch dort ein Decoder integriert für Motorola und DCC, den man sogar auch analog betätigen kann, da er Kontakteingänge hat. Und die Weiche wird vorbildgerecht umgeschaltet. Und das Schöne ist, man kann sowohl den Fahrweg einstellen, als auch die Umschaltzeit, also die Fahrzeit. Und das gleiche System haben wir nochmal als 80101 für die Roccoline Bettungsweichen. Okay. Ist das gleiche in grün quasi. Ja, und ebenso haben wir dann uns entschieden, wir machen auch einen Unterflur, weil die Bettungssysteme, da kann man das zwar gut machen, aber das ist schwierig bei den anderen Systemen, weil das auch sehr eng wird. Mhm. Da haben wir den 80301. Dort haben wir den Unterflurantrieb, kann man hier mal zeigen. Den Unterflurantrieb, ja, genau, da ist er. 80301, da ist auch ein Decoder dabei, das ist ähnlich wie bei den anderen Systemen auch. Dort kann man auf 1/10 mm den Stellweg einstellen, der ist super flach. Das war ein Kundenwunsch, dass sie gesagt haben, die anderen Antriebe bauen zu sehr auf, gerade wenn man mehrere Ebenen hat. Mhm. Und das ist wirklich auch durch den Schrittmotor immer reproduzierbar in dem Fahrweg. Also auch hier kann man nur die Geschwindigkeit und die Zeit einstellen. Genau, und den Fahrweg. Und der Fahrweg und der Andruck reicht dann aber auch. Ja, definitiv. Das ist ja ein Getriebemotor mit einem Planetengetriebe. Okay. Das da kann man aber nichts dran verstellen. Den Andruck nicht. Man könnte den Andruck verstellen, indem man halt etwas mehr Schritte macht, 1/10 mehr oder sowas, dann drückt das ein bisschen mehr gegen die Weichenzunge. Das kann man aber einstellen. Das kann man einstellen, genau. Okay, super. So. Dann haben wir noch die Lichtleisten. Da haben wir
eine alte, die Zweikanal, und jetzt neu, die kürzere, die daneben liegt. Bei der ist die Besonderheit, die Lichtleiste hat zwei Farben drauf, blau und warmweiß, und man kann dort tatsächlich die Farbtemperatur einstellen und auch umschalten zwischen, zum Beispiel wenn man jetzt einen modernen Zug hat, dass man hergeht und man macht von warmweiß auf kaltweiß auf Nachtabsenkung, wie im neuen ICE zum Beispiel, okay, dass man die Farbtemperatur umschaltet. Die ist beliebig trennbar, und das Schöne ist, man kann sie sogar runtertrennen bis 35 mm, da geht sie sogar in die Spur Z rein tatsächlich. Spur Z. Gut, das ist nicht möglich. Meine Spur, muss ich dazu sagen. Das wäre mir dann schon etwas zu fipselig. Mir auch zum Einbauen, aber tatsächlich ein großer Kundenwunsch, ja. Weil die meisten Lichtleisten zu lang sind oder eine zu geringe Lichtausbeute haben. Man sieht dann Lücken, genau. Und das hat man hier halt genau nämlich nicht. Und was sehr schön ist bei diesen Lichtleisten, du hast es mir die Frage förmlich schon aus dem Mund genommen. Ich hatte mich wollte fragen, gehen die auch einzukürzen, denn die Wagen sind ja unterschiedlich groß. Also du hast es ja gesagt. Genau, man kann sie einkürzen. Sie bieten noch 4 Funktionsausgänge, man kann sogar noch Lichtwechsel machen, SUSI-Anschluss haben die auch und natürlich einen integrierten Decoder natürlich für Motorola und DCC. Also lässt keine Wünsche offen. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Also gut, prima. Genau, weiter haben wir dann das Soundmodul, das ist jetzt auch ganz neu zur Messe erst gekommen, 16-Bit-Soundmodul. Dort können wir die DS6-Sounds draufladen zum Beispiel, die wir auch von Dietz kennen unter anderem, das ist kompatibel damit. Das ist sehr gefragt immer, gerade im H0-Bereich auch, dass wir da ein preisgünstiges Modul haben. Und auch passend dazu mittlerweile die Log-Decoder in den verschiedenen Schnittstellen. Sowohl halt Plux 22, NEM 652 und als Lötkontakte 21 MTC auch. Ja. Das ist passend dazu auch einmal dargestellt, ja. Wie sieht es denn eigentlich, muss der jetzt mal die Luft nehmen, ein bisschen mit der Lieferfähigkeit aus? Weil die meisten Unternehmen sagen, ja, da müssen wir mal gucken und das wird erst dies. Die Artikel, die wir jetzt hier vorstellen, sind bereit zu haben. Es sind alle immer lieferbar bei mir. Ja. Also dass ich Produkte habe, die nicht verfügbar sind, kommt quasi nicht vor. Hm. Weil ich versuche das, also ich habe ein sehr strukturiertes System, auch ein bisschen baukastenmäßig unter den Bauteilen, dass man nicht diese Probleme hat, der Chip ist nicht verfügbar, und das Produkt das mehrere Monate nicht. Genau. Sondern wenn das Produkt fertig entwickelt ist und es ist verfügbar, ist es dauerhaft im Sortiment verfügbar, ohne Lücken. Das ist mir wichtig. Blitz, muss ich sagen. Ja. Das ist natürlich gut zu hören, und den Modellbahner draußen wird es natürlich auch freuen, wenn man mal was sucht. Und meistens ist es ja so, ey Gott, da fehlt gerade was, ich muss hier was einbauen. Jetzt rennst du los in die Läden und suchst in den Online-Shops, und meistens sagen sie 3 Wochen Lieferzeit, 6 Wochen Lieferzeit oder gar nicht. Ja, genau. Und dann ärgert man sich maßlos. Ist, ja. Wir blenden gerne nochmal, liebe Freunde, die Internetadresse ein. Über die Produktreihe, die wir jetzt gerade gesehen haben. Unter decoderwerk.com findet man auch einen Shop, glaube ich. Decoderwerk.com. Wir haben keine Webseite in dem Sinne. Das ist halt, wie ich das anfangs gesagt hatte, Micron Dynamics. Ja. Das ist eigentlich OEM-Entwicklung, Systementwicklung. Okay. Und die Eigenmarke Decoderwerk hat, dort ist die Webseite gleichzeitig der Shop. Dort findet man auch die Produktdatenblätter, die Downloads, die Produkte an sich natürlich. Also, im Grunde genommen bestellen, den Warenkorb legen, los geht's. So richtig. Ungefähr. Plug and play. Alles klar. Wie ist das eigentlich, wenn mal Probleme gibt? Ich meine, beim Onlinehandel oder beim Versenden von Produkten ist das eine. Und wenn jetzt ein Kunde ein Problem hat mit irgendeinem Teil, geht das dann auch über die Webseite wieder rückabzuwickeln? Muss er dir erst eine E-Mail schreiben oder wie geht das? Ja, also am besten eine E-Mail schreiben einmal, und dann kriegt man das recht schnell geklärt. Also der E-Mail-Support, der ist quasi 24/7. Also da ist man fast immer erreichbar tatsächlich. Telefon schwieriger, aber E-Mail. Das stimmt. Das ist tatsächlich irgendwo, muss man dann die Zeit einsetzen. Aber per E-Mail kriegt man sofort eine Antwort, und dann wird das auf dem schmalen Weg gemacht. Gut, haben wir das auch schon mal geklärt. So, nun geht es weiter in dem Bereich. Genau. Wir haben ja noch ein bisschen was liegen, ja? Richtig. Ja. Als nächstes kommen wir zu dem Gartenbahnsortiment unter der Marke mixion.de dann. Hier haben wir jetzt neu die Feldbahnloren, einmal als Kipplore, die gibt es auch bei uns in verschiedenen Farben, in Grau, Mint und Schwarz, wie sie hier steht, mit Reichsbahnbedruckung, sowie auch einen Flachwagen bzw. einen Hochbordwagen und einen Mannschaftswagen. Das Schöne an diesem System ist, das ist tatsächlich alles gesteckt. Mhm. Also man kann die Seitenwände oder auch die Stufen kann man rausziehen und kann sich daraus dann die Wagen selber gestalten. Und dieses System wird auch kontinuierlich erweitert mit Drehschemel oder mit einer gebremsten Lore. Die wird jetzt so in 2 Monaten ungefähr kommen, mit einem gebremsten Rahmen. Ja. Das ist einfach ein
System, wie man es auch auf den Fotos sieht, was man kombinieren kann. Das ist in den Gartenbahnen immer sehr beliebt, die Feldbahn. Und eventuell machen wir da auch noch eine kleine Lok. Das wäre natürlich sehr schön und ich sehe auch gerade hier auf dem Bild, was die Zuschauer jetzt auch gerade sehen, diese Bedrohung ist so richtig stilecht. Ja. So, als wenn da einer gerade mit der Schablone hingerannt ist mit der Farbe drüber. Sieht auch nicht exakt aus, aber das macht ja, glaube ich, das genau. Das soll auch so sein. Soll so sein, ne? Genauso, das hatten die Loren zum Beispiel, die kippeln tatsächlich auch. Ja. Das ist aber in echt auch so. Ja, natürlich. Ne? Und wenn man die belädt, dann kippeln sie halt nicht mehr, weil sie dann schwer sind. Das soll auch so sein. Das soll, die sind auch tatsächlich original vermessen und nachkonstruiert im 500 mm Feldbahnprojekt in Berlin. Mhm. Dort haben wir eine Kooperation und die Jungs dort, die haben die Teile original dort stehen. Die haben das nachkonstruiert und wir haben das dann zusammen in Spritzguss gemacht. Genau. So, dann habe ich natürlich vorhin mal bei einer Achse von so einer Lore mal in die Hand genommen, weil ich mir ja vorstellen kann, dass die Loren auch relativ leicht sind einmal. Aber diese Achsen sind ja auch verdammt schwer, oder? Ja. Also für die Loren haben wir speziell sogar Vollrad-Metallachsen, die dann auch das Gewicht nehmen, weil sonst wäre es halt nur Kunststoff, das ist zu leicht, gerade im Garten. Ja. Und die haben auch die Vierfachlochung, wie man sieht, wie das auch in echt ist, damit das original- und vorbildgetreu ist. Also bleiben die Wagen auch in der Spur und vor allen Dingen drin? Definitiv. Und wie koppelst du die? Machst du da Ketten dran oder was? Das ist eigentlich so gemacht, man kann die originale Flaschenöffnerkupplung dran schrauben, wie das bei LGB üblich ist, auf der Unterseite. Ja. Die liegt auch bei, aber wir legen auch Kettenglieder bei, dass man sie über die Nippel wie in echt per Kette koppeln kann. Das wäre natürlich dann. Dann kriegt man auch dieses, wenn die Lok anfährt, dass es so rumst, wenn die alle auseinandergezogen werden. Genau, richtig. Sehr schön. Ja, und dann gehen wir gleich weiter. Du hast dann noch irgendwie, warte mal. Weichenantriebe und Verdampfer und Entkuppler. Verdampfer. Können wir mit den Weichen oder mit dem gepulsten Verdampfer können wir erstmal anfangen. Ja. Der ist jetzt auch tatsächlich Ende letzten Jahres neu rausgekommen. Das ist ein Dualverdampfer. Ja. Das heißt, wir haben zwei Heizelemente und zwei Lüfter in dem Gehäuse und wir können den Zylinder komplett unabhängig von dem Schlot ansteuern. Wäre gerade die Frage gewesen. Genau. Das Schöne ist, da ist ein Digitaldecoder integriert. Das heißt, wir sind nicht auf den Decoder abhängig, sondern wir schließen das Produkt direkt an das digitale Gleis an. Aha. Geben ihm die gleiche Adresse wie die Lok und können ihn dann über Funktionstasten ansteuern. Entsprechend ansteuern. Genau, und dort gibt es auch die Funktionsmöglichkeiten, dass man sagen kann, wenn die Lok anfährt, nach 10 Sekunden schaltet sich der Zylinder wie in echt ab, dass er nicht die ganze Zeit läuft. Ja, genau. Und vom Verfassungsvermögen, vom Fassungsvermögen reicht das aus für wie viele Minuten Fahrt? Minuten ist immer schwierig anzugeben. Das kommt immer ein bisschen darauf an, auf die Heizleistung. Aber es sind 15 Milliliter Tankvolumen tatsächlich, weil die Kammern sind verbunden. Ja. Und das hält schon, ich würde eine halbe Stunde sagen. Ja, ja, ja. Also ging ja nur um die, weil manchmal oder meistens sind immer die Fassungsvermögen dieser Verdampfer etwas zu knapp. Ja, das manchmal stimmt. Bei den kleineren Spuren in jedem Falle, aber das ist immer die Frage des Platzes wahrscheinlich. Mhm. Aber bei Kappenbahn hat man aber Platz, oder? Genau, richtig. Da hat man jetzt genug Platz, ja. So. Unser Weichenantrieb ist dann ebenfalls eine Neuheit, auch für die Gartenbahn, für die LGB Spur G. Dort ist es besonders, das sind tatsächlich wetterfeste Weichenantriebe. Da haben wir uns ein Burggrabensystem ausgedacht, wie man das auch auf der Einblendung sieht. In der Mitte sitzt die Elektronik mit einem starken Metallgetriebemotor, der die Weiche ordentlich andrückt. Ja. Und es ist nicht möglich, dass dort Wasser eindringen kann tatsächlich. Also das läuft in die Zwischengräben und sickert dann unten raus. Muss natürlich raussickern, absaufen darf er nicht. Ja. Aber dadurch hat man wirklich draußen ein langlebiges System, was man auch direkt ans Gleis anschließen kann, weil auch dort ist wieder der Decoder integriert. Und man braucht nicht mehr Kanaldecoder und lange Kabelwege und sowas. Da würde ich schon wieder mal sagen, da hat meiner gut nachgedacht. Wa? Ja. Finde ich gut. Also es sind also erfrischend andere Projekte, muss ich sagen, oder andere Sichtweise auf die Verwendbarkeit der Produkte. Das finde ich mal gut. Ja, das liegt wahrscheinlich daran, weil ich auch Anwender bin. Ich bin selber Gartenbahner ursprünglich und mich haben diese Probleme immer gestört. Wundern, Und dadurch, dass mich die Probleme gestört haben, habe ich gesagt, das muss irgendwie besser gehen. Und diese Probleme mache ich jetzt auch in unserem neuen H0-Sortiment halt auch, dass man da wirklich anwenderbezogene Produkte hat. Mhm. Okay, und das, wie gesagt, finden Sie alles auch auf der Webseite, die wir eben nochmal einblenden wollen. Mixion. Also dieser Name ist ein Fantasiename, der sah nur cool aus mit dem Logo, deswegen habe ich gesagt, das Mixion. Das ist ein Name, der lässt sich auch relativ, weil er eben so selten ist, also komisch, Quatsch, aber
so außergewöhnlicher, ja. So muss man es ja mal sagen, prägt er sich auch bleibt besser da hängen, ein. Ja. Das ist wie wenn ich sage, gib mir mal ein Tempo, da weiß ihr, dass ein Taschentuch gemeint richtig, ist. Genau. Also kreieren wir das Ganze jetzt mit dieser Sache. So, dann hattest du noch was. Super, genau, dann hatten wir noch die elektrische Entkuppler. Das ist auch ein typischer Anwendungsfall für die Gartenbahn, passt tatsächlich an 90% der Gartenbahnloks. Ja. Digital steuerbar, analog steuerbar, da ist ein kleiner Motor drin, keine Elektronik in dem Gehäuse selber, sodass es auch wegen Feuchtigkeit, man kann den auch unter Wasser betreiben tatsächlich durch den Schrittmotor und da liegt dann eine Steuerplatine bei, womit man das Teil dann entsprechend bewegen kann über einen Decoder. Also es ist also tatsächlich alles, was das betrifft, funktionstechnisch überlegt eigentlich, ja, also kann nichts passieren, dass da irgendwas... Nein, das ist halt wichtig, gerade im Garten, es muss robust sein, es kann auch nichts brechen und selbst wenn mal was bricht, das sind alles einzelne Kunststoffteile, wo man auch jedes Teil ersetzen kann, da ist nichts geklebt, nichts verklebt, das ist halt wichtig. Ja. Ne? Also das muss man mal wegschmeißen. Mail an euch, telefonisch geht's nicht, Mail schreiben und schon kann man mit euch kommunizieren, wenn was kaputt geht. Genau, wenn mal was sein sollte, das alles ist sehr unkompliziert. Okay. So, dann wird es etwas größer. Das heißt, wir sind ja schon groß, aber Genau, zum Schluss haben wir noch die Lichtsignale. Jetzt einmal das kleinere, wo das rote Licht blinkt, sind die neuen RHB-Signale. Ja. Auch die sind wetterfest natürlich selbstverständlich für die Gartenbahn. Und die gibt es in vier Varianten, 2, 3, 4 und 5 begriffig. Ja. Und es ist ein Steckbausatz. Okay. Also man steckt das zusammen, schneidet bei dem Decoder die LEDs, die man nicht braucht, ab. Da ist auch wieder ein Decoder integriert, natürlich, der auch die LED-Steuerung macht. Und dann hat man ein bisschen Ausgestaltung, weil tatsächlich im Gartenbahnbereich gibt es nichts. Es gibt viele Loks von der RB, aber keine Signale. Aber keine Signale. Ja. Also hast du auch wieder aufgepasst und gesagt, ja, da ist die Lücke, da muss ich rein. Richtig. So, dann sind mir noch eine Reihe von Lampen auf. Das gefällt mir ganz besonders. Eine Reihe von Lampen aufgefallen, die ich ja auch noch kenne, die es zwar nicht mehr weiter gibt, aber das ist eine Straßenlampe, sehe ich da im Hintergrund. Die waren ja in der ehemaligen DDR typisch. Und auch diese Pilzleuchten, diese Gleisfeldschüsse. Ja, genau. Das sind ja Sachen, die findet man ja auch äußerst selten. Ja, in der Tat. Also das ist auch ein Punkt für die Gartenbahn wieder, auch wetterfester Kunststoff, der auch einen Nylonanteil hat. Also man kann das biegen wie ein Gummiband, das bricht nicht, das Zeug. Mhm. Und der Stab ist ein Edelstahlrohr lackiert, rostet auch nichts. Mhm. Und wir haben natürlich auch für die Schweiz eine kleine Lampe gemacht und wie du gesagt hast, die typischen Reichsbahnlampen oder DDR-Lampen, du kennst sie ja auch aus Berlin, sie stehen teilweise auch noch die an Bahnhofsgebäuden und sogar in den Straßen, die RSL Typ 1, die so etwas blau leuchtet dort hinten in der Einblendung, die steht in Friedrichshain also überall in den stehen die eigentlich noch in den ehemaligen Neubaugebieten, sind zum Teil noch sehr stark vertreten. Genau. Da staune ich immer wieder, muss ich sagen, aber die scheinen halt noch zu gehen und zu funktionieren. Richtig, halt so. Und sie sehen ganz schön aus und natürlich, LGB ist eigentlich ursprünglich eigentlich eine Schmalspurbahn. Man hat die halt sehr viel verbreitet an den sächsischen Schmalspurbahnen. Ja. Und deswegen habe ich die auch gemacht. Die Schweizer Lampe natürlich auch. Die DB-Gittermastlampe ist dort ein bisschen was Moderneres. Aber das sind halt ein gesamtes Lampensortiment, dass man wirklich seine Modellbahn auch mal wetterfest beleuchten kann. Weil auch dort gibt es nicht wirklich was. Also man muss sich immer irgendwas basteln. Und gerade mit der UV-Strahlung und so, das zerbröselt einem nach zwei Jahren. Das wäre doof, nein. Also ich merke schon, du bist mit Gartenbahnaugen unterwegs und dann können sich eigentlich die Gartenbahner nur darauf freuen, dass sie endlich mal Sachen kriegen, die also jetzt nicht irgendwelcher Fantasie entspringen, sondern die tatsächlich irgendwo stehen und sagen, die mache ich, siehe Signale. Genau, richtig. Ganz einfach. Lieber Marius, ich habe ja fast Seitenstechen gekriegt jetzt von dem, wie wir hier durchgelaufen sind. Aber ich glaube, die Modellbahner, die das betrifft, sei es die Weichenantriebe, sei es den Gartenbahnbereich, die werden also dankbar nach Telto gucken, quasi um die Ecke und sagen, Gott sei Dank gibt es da jemanden, der sich da Gedanken gemacht hat. Und ich glaube, das wird also auch eine kleine Nummer werden, wenn du sozusagen weiter daran entwickelst und weitermachst. Im Decoderbereich haben wir gesehen, hier haben wir gesehen, Herz, was willst du mehr? Ja, genau. Und wenn Kunden eine Idee haben oder einen Wunsch haben, gerne an uns herantreten. So sind auch schon viele Produkte tatsächlich entstanden, weil Kunden sich etwas gewünscht haben. Ja. Zuletzt zum Beispiel tatsächlich die Weichenantriebe. Und dann prüfen wir das und setzen das auch gerne um. Also weil die Kunden wissen am besten, was gebraucht wird einfach oder was, wie es funktionieren soll. Und danach richten wir uns halt. Das lassen wir mal so stehen als Wort des Sonntags zum Sonntag.
Wunderbar, den Modellbahner wird es freuen. Lieber Marius, bedanke mich ganz herzlich bei dir für diese Präsentation aus dem Unternehmen. Wir haben ja gelernt, dass da noch andere Sachen dranhängen, aber irgendwo muss es ja gefunden werden. Ja. Wunderbar, die E-Mail-Adressen haben wir eingeblendet, liebe Freunde. Und wenn Sie Fragen haben, da steht er, der Marius, der hat es dann versprochen. 24/7 war dann, glaube ich, die Zahl. Was machst du Sonntag? Was machst du Sonntag? Ja, E-Mails kann man ja immer gut auf dem Handy beantworten. Das geht ja nebenbei. Das okay, in diesem Sinne, liebe Freunde, das war's von der Intermodellbau 2024. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen fürs Zuschauen. Natürlich möchte ich auch nicht unerwähnt lassen, für die vielen, vielen tollen Kommentare, die Sie hinterlassen haben. Und auch in diesem Falle sage ich, schreiben Sie die Kommentare mal uns und ich werde den Marius weiterleiten, damit er das sieht, beziehungsweise wir tauschen dann noch die entsprechenden Adressen aus, dass du auch selber nachgucken kannst. Wir freuen uns, wie gesagt, auch auf Ihre Zuschriften und vor allen Dingen freuen wir uns dann auf nächstes Jahr wieder bei der Intermodellbau 2025. In dem Sinne, haben Sie einen schönen Sonntag, machen Sie noch was draus, auch wenn das Wetter nicht so toll ist. Aber ansonsten vielen Dank und tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss.